Herzlich willkommen bei der neuen Folge mit AppKings. Heute geht es mal um eine Computerlampe und zwar die Screenbar von BenQ. BenQ wird vielleicht manchen Leuten ein Begriff sein, die machen eigentlich hochwertige Monitore und ja, die haben jetzt eben auch Zubehör dafür hergestellt und zwar eine Lampe. Die sieht so ein bisschen aus wie so eine Soundbar, handelt sich aber um eine Computer- beziehungsweise um eine Monitorlampe, was ich sehr cool finde, weil viele oder ich auch nicht so viel Platz habe auf meinem Schreibtisch und die klemmt ihr euch einfach sozusagen auf den Monitor und ja, dann kommt natürlich die Frage, hä, wie geht das, wird da nicht irgendwas geblendet? Das soll bei dieser Technik eben nicht sein. Das heißt, ihr habt trotzdem sehr guten Lichteinfall, aber eben nichts, was euch irgendwie blendet auf dem Monitor. Das wäre natürlich extrem nervig und ja, das werden wir jetzt einfach mal auf den Grund gehen und uns das gute Stück anschauen. Genau, so wird es geliefert. Gibt es bei Amazon, Link wie immer natürlich in der Videobeschreibung. Liegt preislich bei um die 100 Euro. Ist, wie gesagt, noch relativ neu. Wusste ich auch nicht, dass BenQ überhaupt sowas hat, aber wie gesagt, das haben die, wie gesagt, ein Programm extra gemacht, damit die Leute eben ein bisschen mehr Komfort haben und entspannt arbeiten können. Also auch gerade nicht nur im Gaming-Bereich, sondern wenn ihr im Büro sitzt oder generell viel arbeitet am PC, dann ist natürlich auch das Licht sehr wichtig und es muss natürlich auch angenehm sein. Deswegen, wir packen es einfach mal aus, beziehungsweise gucken uns einmal noch mal die Packung an. Hinten sind noch mal eine kleine Anleitung, A, B und C. Da wird sozusagen noch mal erklärt, was man machen muss. Das ist sozusagen wie so ein kleines Stativ, wo man das reinklickt. Dann ist hinten ein Gewicht dran, was es dann sozusagen runterhält, damit die nicht runterfällt. Und dann wird das Ganze einfach per USB verbunden und darüber zieht er dann sozusagen seinen Strom. Und ja, wir packen das jetzt einfach mal aus. Dafür auch nochmal vielen Dank an BenQ für die Bereitstellung des Produkts. Ich werde dafür zwar nicht bezahlt, aber werde das natürlich trotzdem kennzeichnen und ja, darf einfach nur das Produkt vorstellen. Wie immer natürlich eine Anleitung, in dem Fall auf Kinopa, Kisapapitapia, genau, chinesisch oder koreanisch. Das bringt uns überhaupt nichts, aber ist wie gesagt auch relativ einfach und die anderen Sachen sind alle auf Englisch. Und ja, so wird es geliefert. Oben sehen wir sozusagen den Clip, der ist dann für jeden Monitor geeignet bis 1 cm und also zwischen 1 und 3 cm. Hier oben ist dann das USB-Powerkabel. Das müsste ein ganz normales Micro-USB-Kabel sein, gucken wir uns aber gleich natürlich an. Und dann haben wir hier sozusagen die Lampe, die Screenbar. Und ja, die kann man wie gesagt dann individuell natürlich einstellen. Also dimmen könnt ihr die, damit ihr eben die Lichtstärke findet, die für euch passt. Und womit ihr eben super arbeiten könnt. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Clip an. Und es fällt einem gleich auf, wie ich schon sagte, sie ist relativ schwer. Ist einfach ein Stativ, soll ich das nicht sagen, aber ein Gewinde, was hier drin ist, was einfach hochgeht. Und hier ist das Gewicht drin, damit es dann eben auch wirklich dran bleibt, weil es wird irgendwie nicht befestigt, irgendwie per Kleber oder sowas, sondern das ist einfach durch den Gewicht wird es runtergehalten. Die wird hier einfach eingerastet und dann war es das eben. Auf der linken Seite natürlich das gewohnte Logo BenQ, andere Seite natürlich auch. Und jetzt gucken wir uns jetzt mal das USB-Kabel an. Es fällt auch gleich auf, dass sie ein Flachbandkabel genommen haben. Sehr gut, dafür einen Daumen nach oben. Heißt, Kabelbrüche und so weiter sind hier nicht so der Fall als bei Runden und sie sind definitiv viel flexibler. Es handelt sich natürlich trotzdem auch um ein ganz normales Micro-USB-Kabel. Also auch wenn es kaputt geht, kein Problem, nehmt einfach das von eurem Handy oder von der Powerbank, kein Problem. Und es fällt auch gleich auf, dass es schön lang ist. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, damit es auch wirklich vom Monitor zum USB-Port passt. Und ja, das finde ich schon mal sehr gut. Und jetzt kommt natürlich das Herzstück,
Die Screenbar, ja, die ist wiederum sehr leicht. Und man sieht es vielleicht hier hinten. Hier ist natürlich noch eine Plastik, ja, wie soll man es nennen? Einfach ein Plastik vorgespannt, weil natürlich dann hier drin die LEDs sind. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier drin ist die LED-Leiste. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele LEDs. Und die werden dann eben sozusagen gespiegelt und durch den Spiegel wird es eben nach unten produziert und nicht nach geradeaus, was natürlich genau auf eurem Monitor wäre. Das ist natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Hier hat man sozusagen nochmal die einzelnen Sachen. Machen wir das mal weg. Hier habt ihr die Knöpfe. Links ist der Ausknopf. Dann haben wir hier nochmal einen Knopf. Hier ist die Temperatur und hier ist eben die Helligkeit. Wie gesagt, hier steht es auch nochmal Screenbar vom BenQ. Hier wird es aufgeladen, beziehungsweise dann natürlich geladen die ganze Zeit. Hat es keinen Akku drin, aber er braucht natürlich den Strom und den holt er sich über USB. Finde ich persönlich auch sehr, sehr gut, dass es über USB geht und nicht über die Steckdose, weil ich habe einfach keine Steckdose mehr frei. So, was haben wir hier noch zu stehen? 5 Watt, maximal 40 Grad. Ja, also alles noch im Rahmen, made in Taiwan. Und ja, so sieht das gute Stück aus. Wiegt nicht wirklich viel. Und ich würde sagen, wir machen die jetzt einfach mal an den PC befestigen und dann melden wir uns einfach wieder mit dem angeschlossenen Produkt. So, die Lampe ist jetzt angebracht und leuchtet. Ich kann mal das hier ganz gut sehen. Ich zeige euch die dann gleich nochmal von oben. Und ja, kommt richtig viel Licht raus. Man kann es, wie gesagt, einfach dimmen über die ja, Knöpfe sozusagen. Da, da und da. Das heißt, wenn ich länger drauf drücke, vielleicht sieht man das. Dann wird es auch heller. Jetzt wird es zum Beispiel richtig hell. Und ja, dann kann man hier zum Beispiel auch noch die Farbe einstellen. Dass wenn ihr ein bisschen heller wollt. Also, oder ein bisschen dunkleres Weiß oder ein bisschen blaueres, dann kann man es da einstellen. Und hier kann man es dann auch einfach ausstellen. Das mache ich dann an. Lass einfach noch aufdrücken. Zack. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal von oben an. So sieht das gute Stück aus. Ich mache mal scharf stellen. Da sieht man es dann nochmal richtig. Da ist einfach befestigt. Schon gut aus. So, BenQ sieht man auch noch mal. Und da blendet einfach mal gar nichts. Ich muss sagen, sehr, sehr cool gemacht. Und die Tasten sind eben über Touch bedienbar. Das ist auch schon richtig modern, richtig neu. Und ist dann einfach hier hinten befestigt. Ich hoffe, man sieht das. Einfach hier da an meinem Monitor befestigt. Hält perfekt, da ruckelt nichts und man hat eben sozusagen keinen Platz verschwendet und trotzdem, ich meine es hier auch nochmal, da ist nichts was blendet, super geil, diese Screenbar von BenQ, kann ich nur empfehlen, wird jetzt mein neuer Begleiter und ja, könnt ihr auch gerne mal mir Nachrichten schreiben, ob ihr eine Roomtour haben wollt. Kleiner Peak. Und ja, wie gesagt, Links nochmal in der Videobeschreibung. Danke nochmal BenQ für die Bereitstellung des Produkts und bis zur nächsten Folge mit AppKings. Ciao, ciao.